Den nehmen wir aber raus. Die reagieren da aber echt aggressiv. Liebe Genossen, willkommen zurück zu Sunstrike 1 in der sowjetischen Kampagne. Lage bricht. Also in der letzten Folge hat der Oberst dieses Trupps hier etwas emotional reagiert, denn die Lage könnte wenig unrosiger sein. Halten wir fest, wir haben unsere Truppen aus dem Bereitstellungsraum größtenteils vorgezogen, außer ein tapferer einzelner Soldat, dem wir jetzt dann doch den Auftrag geben, hier mal hier nachzurücken, sind alle vorne. Wir konnten uns auf dieser Seite behaupten, wir haben starke deutsche Gegenangriffe abgewehrt, wir haben auch Bomber hier drauf bekommen. Unsere Lage ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. So. Der restliche Kräfteansatz sollte reichen, aber wir müssen vorsichtig sein und weitere Gegenangriffe der Deutschen, wie hier sie erfolgt sind, können uns wirklich, wirklich jetzt langsam entscheidend schwächen. Das wir haben wir rausgenommen, das heißt von der Flanke hier sind wir geschützt, wenn wir da einrücken wollen. Aber wenn wir hier hin wollen, das ist ja unser Einsatzziel, haben wir hier viel, viel Fläche noch zu durchgehen. Wir werden mit einem kleinen Trupp hier wieder gucken, was da jetzt noch ist. Wir werden jetzt mit einem kleinen Trupp arbeiten, kleinteilig, denn wir müssen jetzt die Kräfte schonen und viel mit unserer Artillerie, sprich den zwei noch verbleibenden Katyuschas, erledigen. Bei denen wir gleich mal zwei, beziehungsweise eine mit dem Versorger etwas rüber verlegen, damit die nicht beide vom selben Bomber- oder Artillerieangriff rausgenommen werden können. Das wäre sonst wirklich nicht gut. So, hier wollen wir zurückgeschlagen von den Deutschen. Wir müssen wahrscheinlich dieses Gebiet wieder nehmen, hierhin vorrücken, um hier hochstürmen zu können. Das werden wir natürlich vorher massiv beschießen. Aber warum wollen wir überhaupt hier hin? Das zweiteilig. Wenn wir hier sind, können wir hier durch, also das müssen wir einfach nur als Flankenschutz ein bisschen im Auge haben. Vielleicht werden wir ja noch Minen legen, aber gucken wir mal. Wenn wir hier hindurchstoßen mit Kleintrupp, dann können wir gucken, wo hier Artillerie steht. Ich vermute irgendwo hier oder hier, denn die kann uns arg auseinandernehmen. Aktuell ist das unsere größte Gefahr, finde ich. Dann dieser Ort hier. Wir könnten ihn versuchen einzuäschern. Er liegt auf dem Weg und wenn wir uns hier vorarbeiten, müssen eh früher oder später hier reinschwenken, dann können wir ihn gleich auseinandernehmen. Wir müssen wohl also dieses ganze Gebiet in diesem Halbkreis hier zumindest feindfrei halten oder feindarm halten. Nicht unbedingt hier komplett kontrollieren, aber ja, wir brauchen hier Ausfächerraum. Ich kann jetzt hier auf der Karte nicht ganz erkennen, ob wir hier auch rein können, aber letztendlich spielt es keine Rolle, werden mit der Katyuscha das sowieso hier alles erledigen. Aber jetzt einfach hier, sagen wir, und wir arbeiten uns hier vor, hier mit den Katyuschas einfach räumen. Klingt in der Theorie schön, aber da müssen wir immer noch hier durch. Und das wird nicht gut gehen. Da müssen wir ein bisschen mehr räumen. Und dann geht es ja auch noch hier weiter. So. Jetzt wissen wir aber, wer hat das hier wieder aufgeladen? Dass hier noch Deutsche sind. Ich brauche eine Taskforce. Das heißt, ich brauche einen Scharfschützen. Mit drei, vier Kameraden, die ihm folgen. Ah, haben wir irgendwo einen Panzerbüchsenschützen? Jawohl. So, und der Offizier ist nicht ausgebildet, aber wir nehmen, was wir bekommen können. So, das ist jetzt der neue Trupp 1. Unsere Raketenartillerie ist Trupp 2 und die ganzen Versorger Trupp 3. So, hier lauern wir im Wald mit unseren schweren Jungs. Und ich gucke jetzt mal, dass wirklich alle Panzer ausnahmslos hier, ja natürlich auch, den Befehl nicht bewegen haben. So, hier können mal Minen räumen. Das wäre nämlich echt ganz knorke von euch. Ich habe kurz überlegt, jetzt sollen wir hier selber welche legen, aber ich glaube nicht, dass das nötig wird, weil wenn der Feind bis an diese Linie kommt, das ist unsere erste und letzte Linie, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. Nun gut, Bereitstellungsraum hier. Für diese kleine Taskforce, die sich dort vereinigen soll. Offizier natürlich wie immer kein Feuerbefehl. Oh, die wollen wir aufladen. Die Versorger sind die sind nicht alle auf Befehl einstellen drin. Erfahren einstellen drin. Der ist drin. Der ist drin. Das ist gut so, dass jeweils abgestellt ist für die Katyuschas.
Katyushas sind noch nicht beide einsatzbereit. Die müssen beide einsatzbereit sein. Dreh die gleich. Ja, okay. Warum hat ihr keinen Drehbefehl? Das wäre super. Aber das haben die ja auch nicht. Wahrscheinlich deswegen. Also. Dann probier mal ein bisschen wieder zusammenfassen. Der Scharfschütze steht bereit. Hat kaum Erfahrung. Natürlich, das sind jetzt perfekte Voraussetzungen. Also, wir haben jetzt leider kein dediziertes Spähfahrzeug mehr. Aber wir haben was anderes. Wir haben den CIS-5-LKW. Wir können jetzt mal einen entbehren. Einfach mal zu gucken, was uns hier noch erwartet. Ah, hier kommt er wirklich nicht durch. Mal hier gucken. Wir haben ja noch einen Schützen. Ja, auch hier weiter hoch. Wobei der jetzt zum Spähen auch so semi-optimal ist. Einfach, weil da überall Minen liegen. Das sind so viele Minen. Hier haben wir ein Geschütz. Und zwar den Granatwerfer. Kommen wir da raus? Jawohl. Das Ding... Ah, stopp, 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 stopp. Ich möchte jetzt über bekannte Wege fahren, und zwar den hier. Denn es können hier immer noch Minen sein. Räumt hier überall. Auch hier im Hinterland. Gut, gut, gut. Also der Granatwerfer muss hier in zweiter Reihe stehen und auch bereit sein. Da konnten wir einen erbeuten. Wir gucken mal, wer da drüben anfährt. Okay, die Deutschen haben wirklich einen Gegenangriff gestartet gegen uns bei dem Ort. Oder bei der Anhäufung von ein paar Häusern. Aber das war's auch. Könnten wir ein defensives MG klauen? Das ist ganz nett. Aber ist nicht das, was wir wirklich wollen. So. Ausladen, mein Lieber. Deinen guten Granatwerfer. Und den bitte... Ah, der Versorger hat jetzt natürlich keine Munition, aber der hier hat. Den hier bereit machen. Wir wollten hier mehr Granatwerfer erobern. Tja, wird wohl nix. Wichtig für uns jetzt zu wissen ist, ab wo treffen wir auf gegnerischen Widerstand. Versuchen mal, da kommen wir nicht drum rum. Wahrscheinlich bekommen wir von dem Haus jetzt Feuer rein, außer die stehen auf Nichtfeuern, was durchaus sein kann. So, hier sieht man, hier waren wir schon mal. Also der Ort selbst... Wir kommen durch den Wald hindurch. Das ist schon mal eine wichtige Information. Dann möchte ich gerne hier das abfahren. Wer hat gesagt, dass LKWs keine guten Scouts abgeben können? Ich warte eigentlich drauf, dass hier Minen liegen. Wobei hier jetzt nicht unbedingt. Aber sollte hier. Also. Beim Haus ist nichts. Kann natürlich auch sein, dass die Artillerie doch hier auf dem Hügel steht, was echt nicht so optimal wäre für uns. Okay. Schön langsam vor, mein Freund. Bis jetzt haben wir auch keinen Bombeangriff getriggert. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. So, da möchte ich dann tatsächlich hier ran. Da rein. Ah, da steht, das ist ein Sturmtiger. Ja, oh. Das ist nicht... Okay, und hier sind Feinde. Das sind noch Überbleibsel. Die wir ausnehmen können. Haben wir die andere Flak. Wo... Ist jetzt. Wir haben hier noch ein Geschütz gehabt. Irgendwo muss hier noch die Pack sein. Außer die hat es gekostet, aber ich glaube nicht. Wo ist denn die? Wo ist die Pack? Ist die auch verloren? Wir hatten noch eine Pack gestohlen. Ist im heldenhaften Abwehrkampf mit Besatzung untergegangen. Es scheint wohl ganz so zu sein. So. Na, komm jetzt mal hier ran. Nun denn. Da bräuchten wir... Oh, das gefällt mir jetzt. Wir nehmen da... Nee, wir stellen uns jetzt einen schweren Panzerzug. So. Ihr kommt mal mit. Und zwar ganz eng gesteuert. Minen räumen.
Wir könnten noch Minen sein. Wir wollen natürlich den Panda hier rausnehmen. Okay. Die fahren ran, das ist okay. Da sieht man richtig Skript, dass der hier nicht weiterfährt. Warum eigentlich? Der hätte eigentlich... Was war dessen Ziel? Ich dachte, die fahren jetzt bis zur Brücke hier. Naja, muss man nicht verstehen. Zwischendrin speichern. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer und in Zukunft werde ich auch mehrere Spielstände pro Mission anlegen. Einfach quasi für Folge 1. Spielstand 1 für Folge 2, Spielstand 2. Einfach weil, wenn ich so drüber nachdenke, wenn irgendwas abstürzt oder so, dann habe ich echt ein Problem. So. Unser zweier Panzerzug Befehl nicht bewegen. Also, dann erledigen wir das von hier oben. HV1 in Reichweite. Ah. Was hat den jetzt dazu bewogen, sich zu bewegen? Ah, nicht... Mir fehlt der dedizierte Rückwärtsbefehl. Aber hier ist jetzt keine Crew ausgestiegen, deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen blöd. Gucken wir, ob da noch Panzer stehen. Ich will jetzt eigentlich nichts im Rücken haben, auch wenn es jetzt nicht schlimm wäre. Ah, da ist noch wer. Da sind noch Verstreute. Ah. Komm, nimmt den doch wenigstens raus. Erlöst ihn. Wo ist unser Rotkreuzler, wenn man ihn braucht? Schnell. Ja. Komm her. Hilf dem Mann. Lad dabei unterwegs dann auch noch den Scharfschützen aus. Könnte knäpplich werden. Scharfschütze, der wird jetzt angeschlossen dem Team 1. Vor allem, weil es ein... Hab ich jetzt getan. Ach, blöd. Team 1. Das ist Team 2. Oh. Nein! Okay, der gehört jetzt auch zum Team 2 dazu. Wir brauchen an der Front einfach in der Nähe einen Sanitätswagen. Das ist unser einziger. Ja, ja, halt auch. Muss man halt gut aufpassen. Gut. Geht man hier in Bereitschaft? Beziehungsweise... Stopp. Bitte, geh du dahin. Und dann können wir einmal ein Feuer... Wie weit müssen wir noch? Oh, wir können schon hier hinschießen. Das ist grundsätzlich gut. Wir wissen, hier steht nichts. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur das hier alles ausschalten. Du, hier drauf. Ah, sehr schön. Und jetzt der... Ach, ist das wundervoll. Das sollte ganz schön wehtun. Nun gut, bevor wir jetzt vorrücken... Stopp. Füll den hier auf. Du füllst den hier auf. Also, wenn ich das richtig sehe... Jawohl. Wir können die Basis des Feindes jetzt schon größtenteils einäschern. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und du kommst auch bitte mit. So. Checkt auf Minen. Immer wichtig. Aha. War doch klar, dass da noch Minen sind. So. Muss der Offizier sie höchstpersönlich rausnehmen. Wir müssen diese Zufahrtsstraße frei bekommen. Dann können wir uns das hier alles komplett sparen, wenn wir hierhin durchkommen. Aha. Hierhin. Und wir sichern das ab mit einem normalen LKW. Wer lebt da noch? Da lebt noch wer. Wo?
Ich habe jetzt gerade niemanden gesehen. Und das... Ja gut, das war jetzt natürlich so nicht geplant. Hier ist noch wer. Hier sind noch Feinde. Da, das sind sie. Ah, es ist die Frage. Sind aber eigentlich da keine größere Gefahr. Ich hoffe mal, das sind versprengte Reste der Rotarmisten. Dann kann ich gut damit leben. Und du hierhin. Der Panzer wird gleich abgelöst von einem anderen KV, der jetzt hier rangeführt wird. So. Also, irgendwo hier sind Deutsche unterwegs. Vereinzelt noch. Aber die kümmern uns jetzt nicht wirklich. Die sind keine wirkliche Bedrohung. So, der Offizier, einmal davor. Scharfschütze ein bisschen hinten dran. Gut. Den Bunker haben wir noch nicht beschossen. Das sollten wir jetzt tun. Hm, wie ist die Munitionslage? Wie immer, ausbaufähig. Hier ist sie besser, aber ausbaufähig. Wir kriegen eine fast vollständige Salve hier noch raus. Gut. Das kann dann der hier regeln. Der lädt dann hier auf. Dann kann sich der ein bisschen erholen. Gut. Wundervoll. Also, Minen räumen. Aha. Nicht zu nah beieinander stehen. Das macht man nicht, Freunde der Sonne. Gut. Das aber macht man. Zieht die Infanteristen ein bisschen nach. Das ist der Offizier, genau. Oh. Mit. Mit. So mit. Und Scharfschütze, ich sehe dich sonst nicht, auf der, wenn du nicht auf der Straße stehst. So. Gut. Lassen wir die kurz anrücken. Nicht zu weit rausfahren. War parallel. Du fährst hinten dran auch noch so versetzt. Machen wir das ordentlich. Dabei schön auf Minen gucken. Ja. Gut. Also wir werden dort nicht angegriffen. Das heißt, wir können wieder einen Schritt vor. Wie ist die Versorgungslage? Was ist Munition? Wir können jetzt beginnen mit vorbereitenden Schlägen. Erstmal allgemein, hier stand Nebelwerfer. Sehr schön. Wundervolle Explosion. Das haben wir erwischt. Das haben wir erwischt. Erwischt. Steht noch. Erwischt, 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 erwischt. Steht noch, steht noch, steht noch, steht noch. Auf jeden Fall noch gut. Also. Also man sieht es dran, wenn die Maus gelb ist, dann steht das Gebäude noch. Wenn weiß ist, dann ist es zerstört. Bug oder Feature? Scheint Feature zu sein. Jetzt einerseits okay, es ist halt so die Game-Regeln, aber es ist schon ein bisschen wert, dass man das durch den Nebel des Krieges sieht. Dann finde ich, können es auch gleich einfach hier die zerstörte Textur anzeigen, wenn es uns jetzt mit der Maus eh so den Tipp gibt. So kann man es, denke ich, besser ausdrücken. Daran stört. Aber das ist jetzt egal, denn es geht weiter. Hier ist unten bei der Katyusha ist ein bisschen Munitionsknappheit. Wir könnten fast schon sogar hier noch einen Granatwerfer ranbringen. Das ist direkt ein Fire Support. Also erstmal gucken, steht hier noch was? Oh ja, da steht noch. Ja, wir brauchen sowieso. Wir brauchen den Granatwerfer. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen kurz, wo ich den hingestellt habe. Und ich dachte, der wurde jetzt vollständig aufgeladen. Ja, so kann man sich irren, Leute. Boah, der hat gar nicht viel Munition. Wie machen wir das jetzt?
einen Scharfschützen hier, den ziehen wir jetzt nicht vor. Mach mal voll. Hast du noch? Oh. Ja, der fährt jetzt rum. Stopp mal hier. Wir geben mal dem eine Ladung. Vielleicht hilft's ja. Und also Moment mal. Zerstört. Nicht zerstört. Nicht zerstört. Beides blöd. Lässt sich beides auch eher besser mit dem Granatwerfer auch beschießen. Dann warten wir doch das gerade einfach wirklich tatsächlich ab. Ja, das machen wir so, Leute. Wir nehmen jetzt den Granatwerfer vor mit einem der Versorger und lassen die anderen Versorger mal hier Versorger sein und erholen. Wir haben jetzt eine Schneise geschlagen. Und der Deutsche lässt uns jetzt auch irgendwie in Ruhe. Also hätte ich gerne noch ein bisschen auseinandergezogen. Wir könnten jetzt auch mit dem KV-1 da drauf schießen, aber wir machen das richtig, ordentlich. So, einladen. Ihr beide mitkommen und zwar über den von mir definierten Pfad. Oh. Aufgeladen. Nicht aufgeladen. Guck grad, ich will halt wenigstens, dass beide für die Abwehr voll sind. Wenn wir es jetzt schon gerade nicht offensiv nutzen. Und ihr hier ein bisschen mehr Dispersion. Das schont Leben. Bisschen viel Dispersion, aber ich will jetzt nicht meckern. Okay. Wow, stopp, ey. Du fährst und hier ohne Stellung halten zu arbeiten, wäre jetzt natürlich absolut wahnwitzig bei den ganzen Minen hier. Mal hier gucken, aber ich glaube, wir haben da geguckt. Also, Reichweite ist ausreichend. Machen wir mal 5 Schüsse drauf. Gucken wir mal, ob das reicht. 1. Zu kurz. Komm. Dann schießen wir doch noch ein bisschen mehr drauf. Ich ziehe den Offizier ein bisschen vor. Kann er vielleicht von hier drüben besser sehen? Da hat er vielleicht einen besseren Winkel drauf. Dann eine Sekunde warten. Versuch mal. So. Hier wieder weg. Falls jetzt Artillerie einkracht. Dass nur einer drauf geht. Nämlich der Schütze, nicht der Offizier, noch in dem Explosionsradius. Immer noch. Okay. Nachziehen. Ja, hier orientiert. Du hier orientiert. Gut, jetzt haben wir den Bunker auf jeden Fall erledigt. Du darfst jetzt hier ran und versorgen. Ja. Damit sind wir vor den Toren der Deutschen. Wieder einmal, also bei dieser Mission ist es noch durcheinander mit den Spielständen. Ab der nächsten mache ich das nach der angedeuteten Nomenklatur. Versorger der Welt, vereinigt euch, helft hier. Hey, Alter, bitte. Komm. Jawohl. Und einmal noch wieder hoch. Nein. Stehen wir zu nah beieinander. Wir können zwischenzeitlich ein paar Minen klären. Das kann nie schaden. Und okay. Ich habe jetzt einmal auf Minen aufklären geklickt. Hier sollten jetzt keine sein. Durch die ganzen Explosionen steht da eh kein Stein mehr auf dem anderen. Panzer nachziehen. Oh. Per manuellen Befehl. Der auch per manuellen Befehl. Nee. Was mache ich denn? Minen räumen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich. Das wird lustig.
Da glaube ich einfach auch ein bisschen, dass die... Gefällt mir nicht. Gar nicht so weit raus. Boah, dass wir da geräumt haben. Also lieber Herr Offizier. Wenn wir jetzt hier eine Salve draufgeben mit der Katjuscha, dann geht die Hälfte eh daneben. Den Bunker kriegen wir dadurch eh nicht so richtig zerstört, aber haben wir eine richtige Wahl? Da ist das, da. Eins, zwei. Hinten sind halt auch noch Gebäude. Ich würde die Katjuschas jetzt erstmal das Grobe machen lassen. Und dann... Ah, da muss die dann schon hinfahren. Das ist jetzt interessant. Dann können wir einmal hier noch draufhauen. Und da kommt's. Steht nicht mehr, steht nicht. Steht noch! Okay. Steht, da steht was nicht mehr. Steht nicht mehr, das ist schon mal gut. Steht noch. Hier ist auch noch bestimmt Truppen. Nun denn. Gut, die nächste Salve wird eine Weile brauchen. Wie weit können wir hier schießen? Ah, wir kommen da nicht hin. Wir kommen da nicht hin. Bis wohin kommen wir? Bis knapp dahin. Also wir müssen nicht weit verlegen. Sagen wir mal so. Fröhliche Neuigkeiten. Wir sind jetzt von der Seite an dieser Baumreihe. Leute, ihr sollt die Minen räumen, nicht nur erkennen. Nicht nur erkennen, was das ist, sondern das auch bekämpfen, indem man es aufhebt. Also, ja, aufhebt. Das ist ein bisschen einfach. Aufheben endet meistens nicht so gut. Aber indem ihr es fachmännisch aufhebt und entschärft. So. Okay, wir kriegen jetzt gerade keine Bombeeingriffe rein. Der Deutschen. Das ist ein bisschen beruhigend. Dann kann ich hier ein bisschen mehr vor und gucken. Einladen. Jetzt hier, 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 dahin. Du hierhin. Du dahin. Du hierhin. Und du hierhin. Während du hier in Reserve bleibst und du mal den hier auffüllst wieder. Denn hier ist leer, aber da ist noch was. Da müssen wir jetzt ein ganzes Magazin. Wie viel braucht es? Reichen da 100? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Also viel näher können wir jetzt hier nicht ran. Sonst kriegen wir auf die Mütze. Jetzt schon den Befehl richtig geben, so. Man muss ja eigentlich mit Shift die Befehle aneinander rein, aber das ist ja bei Granatwerfern und so nicht unbedingt nötig. Da reicht es, wenn man die Taste W in diesem Fall hämmert. W für angreifen. Immer noch. Ah. Kommt. Es zahlt sich jetzt aus, dass unsere Versorger trainiert sind. Sonst hätten wir jetzt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also. Ihr mögt ihr doch bitte ein bisschen vor und Minen räumen. Entschärft sie, macht sie weg. Auch hier war es gut, das rauszunehmen. Das Gebäude haben wir auch rausgenommen. Hier steht nicht mehr so viel an Gebäuden. Das steht hier noch. Es ist wirklich nur das Ding hier. Und klar, je nachdem, was noch dort so beiläufig dazu steht. Ist auch noch halt ein Bunker. Wir können schon mal... Hier, die sind besser. Zwei LKWs als Speer bereitstellen. Hm?
Also, die Deutschen haben uns hier das Feld im wahrsten Sinne des Wortes überlassen. Wir sind jetzt an der Baumreihe, die uns vor allzu neugierigen Blicken der Deutschen schützt. Das ist schon mal gut. So. Magazin ist leer. Wir kriegen da jetzt 4 oder 5 Schuss wieder rein. Kriegen wir da eine Seife drauf von hier. Ja, jetzt müssen wir das machen. Wie weit vor muss das Ding? Welche Route nimmt's denn? Okay, ja, okay, das ist ja verkraftbar. Also, kriegen wir den Bunker hier jetzt raus. Boah, streut die. Okay, da geht jetzt was direkt rein. Noch was? Der Bunker steht halt immer noch. Gut. Kriegt der hier? Wieder den auffüllen. Das war gar nichts. Tja, wir kommen hier jetzt nicht rein. Das Problem. Wir gucken mal, was dort steht. Wenn wir theoretisch von hier... Er muss näher dran. Er muss näher dran. Das bringt's nicht. Kann er auch eindrehen? Wir kriegen das schon hin, Leute. Könnte das natürlich noch sein, dass hier Minen liegen. Es könnte nicht nur... Es ist so. Wie viel erwartet uns hier noch? Das ist ineffizient. Häng mal die Flagge an. Jetzt beginnt das groß zu warten. Ein Termin? Also abgesehen davon, dass wir wissen, dass ja natürlich welche sind. So, Scharfschütze. Vor. Und also, die Flak fährt auch hier hin. Lädt da mal aus. Also wieder 2 Schüsse drauf. Ja, jetzt halt hier hochstürmen. Ohne dass wir den Bunker rausnehmen, ist halt Wahnsinn. Noch eine Mine, ey. Guck mal, ob da was ist. Du guck mal auch. Hallo. Guck doch. Erstaunlich nah dran, das... das überrascht mich jetzt sehr, Leute. Wir sind schon fast an dem Bunker. Oh, da ist ein Sturmtiger. Nee, stopp. Der wird gerade repariert. Und ich weiß von was. Ah, schade. Da war ein Reparaturfahrzeug direkt in seiner Nähe. Aus der Region sozusagen. Der Deutsche hat uns nicht wirklich gesehen. So. Wir haben hier doch die Minen jetzt wahrscheinlich nicht richtig geräumt, aber wir gucken jetzt nochmal. Den können wir entbehren. Da steht der nächste Sturmtiger und... Okay. Alles klar. Komm mal zurück. Schritt. Alles klar. Wie weit...
Wir müssen das hier rausnehmen. Okay, die brauchen wir jetzt defensiv hier. Diese Granatwerfereinheit. Komm schon. Ach so, die sind so gut wie leer. Wir geben denen jetzt hier einen Feuerstopp. So, macht mal hier alle Minen weg, was ihr noch hier so findet. Es wäre echt Knorke von euch, damit wir unsere schweren Jungs auch ranführen können. Zum Beispiel auch diese Flak noch zusätzlich. Kommt ihr da hin? Ja, dann macht doch hier mal ein bisschen. Holt mal das Ding aus. Also, wir wissen, hier gibt es einen Pfad. Das hat's getriggert. Oh, ist sofort rum. Das Geschenk muss man annehmen. Ah, es kommt. Oh, oh, oh. So ein Geschenk muss man natürlich annehmen. Oh. Jetzt konnte ich dadurch aber das jetzt nicht fertig machen. So, fahr du hier hin. Dahin. Dahin. Und dann hier leicht versetzt. Okay, das scheint denen wirklich weh zu tun, so wie die reagieren. Brauchen da mehr Infanterie. Wir haben da jetzt viel zu viel wertvolle Infanteristen in vorderster Reihe stehen. Und immer noch Leute, die hier nicht Minen geräumt haben. So, jetzt können wir mal unsere Panzer. Eigentlich alle Panzer über diesen Pfad hier ranführen. Die Minen sind nicht geräumt, aber sie sind erkannt. Das ist immerhin schon etwas. Das heißt, sie fahren wenigstens schon nicht drüber. So, hoffe ich zumindest. Bitte sagt mir, die KI ist wenigstens so schlau. Also die eigene. Aha. So. Nächster freiwilliger Aufklärer. Ah, hier waren noch Minen. Egal jetzt. Das macht jetzt den Cola auch nicht mehr fett. Wie bereitet sich die nächste Angriffswelle vor? Ah, da kommt er. Oh, wir haben ihn endlich ausgeräumt im Bunker. Und wir haben noch Munition in der Flak. Das ist auch nicht unwichtig. Ja. Warum habt ihr... Junge, warum habt ihr nicht geräumt? Guckt ihr die Minen an. Die springen deinen Panzer. Ja, jetzt. Ah, die haben verlagert, Ja, wir können da jetzt gerade nichts machen. Aber die Dinger sind doch eigentlich relativ wehrlos, wenn wir sie pushen. Aber ich, nee. Wir haben jetzt gleich eine Raketensalve fertig, dann können wir über solche lustigen Einfälle nachdenken. Jetzt erstmal nicht. So. Ich hätte jetzt gerne einen Trupp. Nenne euch Trupp 3. Ihr bewegt euch jetzt hier in diesem Bereitstellungsraum. Und guckt mal, was man da hinten so Lustiges anstellen kann. Und weil ich euch mag, dürft ihr dafür einen kleinen Trupp Panzer mitnehmen. So. Werden ihr jetzt auch bereitstellen. So. Oder Sturmtiger macht uns ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Das muss man doch annehmen. Komm schon. Wir müssen das Geschütz näher ziehen. Definitiv näher. Aha. Komm, den kriegen wir doch jetzt rausgenommen. Also die haben keine Infanterie mehr. Wir könnten theoretisch schon reinpushen, aber dann würden wir von den Minen Panzer verlieren. Und dann würde die feindlichen Nebelwerfer und Sturmtiger uns so richtig wehtun, bevor unsere Infanterie nah genug kommt und sie überwältigen kann. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher.
Das Geschütz. Was ist jetzt leer? Komm. Na, sehr schön. Gut. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin wirklich nicht unzufrieden jetzt. Das Rumgejammere, abgesehen davon, dass es unnötig war, war aber wirklich jetzt unnötig, weil... Oh, nicht stehen bleiben. Stopp, ja. Ja, wir wissen, der Feind steht noch hier. Die Panzer waren zu schnell da. Ich dachte, hier sind wir sicher und hier guckt keine rein, aber hier standen noch welche. Naja. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Sehr gut. Die ist voll. So. Also, wir führen die jetzt auch ran. Vorsichtig, manuell, weil sonst ist das sehr teuer. Den nehmen wir aber raus. Die reagieren da aber echt aggressiv. Auf so einen kleinen... So einen kleinen Vorstoß hier. Also hier steht einiges noch. Klar, die müssen jetzt so verteidigen. Aber sie haben noch die Anhöhe als Vorteil. Noch hilft sie denen. Oh, jetzt will ich jetzt doch hier ein bisschen... Müssen wir ein bisschen mit der Munition managen. Wenn wir jetzt alles vorwerfen, dann kriegen wir... Dann kriegen wir das trotzdem nicht gebacken. Das wird nicht reichen. Fahr einfach mal hier hoch. Jetzt ist es mir auch egal da mit dem einen. Wenn die wenigstens Munition auf dich verschwinden. Das war Artillerie oder Mörser. Wow. Da kommt sie. Hat er doch das Ding endlich fertig. Er kommt auch hier bereit. Mhm. Lauf mal einen Meter vor. Hier auch. Also, die hat wieder ein paar Schuss. Wir können uns also wieder um den Granatwerfer kümmern mit seinen 80 mm. Gut. Die braucht noch mit der Katjuscha. Die ist jetzt bereit. So, damit wir jetzt wissen, wo wir da reinballern mit der, sollten wir jetzt mal kurz aktive Aufklärung betreiben. Wo genau denn die schweren Jungs des Feindes stehen. Mit unserem Glück fährt jetzt der hier noch in irgendeine Mine. Das wäre jetzt so passend. Task failed successfully, wäre das dann. Also. Bringen Licht ins Dunkel. Da. Perfekt. Dann kriegen wir ein bisschen was. Da ist doch ein Granatwerfer, aber hier. Oh ja. Ja. Komm uns näher. Komm uns näher. Das ist wundervoll. Okay, das ist es. Das ist es. Sofort. Und der jetzt auch noch hierhin. Im zweiten Bereitstellungsraum. Hurra! Oder so ähnlich. Nein, 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 so. Ihr nehmt jetzt das hier mit. Zerstört die Reste von denen, was noch da ist. Hinten stehen sie auch noch. Wir müssen jetzt diese Anhöhe hoch. Diese Engstelle gehört überwunden. Schnell. Müssen die Gegner vor. Ja, wir werden jetzt Verluste kassieren. Nein, umsortieren. Sofort hier hin. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nehmt den Sturmjäger hier raus. Hier, da stehen sie auch noch.
Nachrücken. So, die zweite Welle. Möge mal bitte nachrücken. Löst den Stau hier auf. Löst den Stau hier auf. Da ist die Artillerie. Abbruch, 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 Abbruch. Okay. Wir geben uns geschlagen für den Moment. Steht da. Wir lassen jetzt nur kleinere Verbände. Macht das Ding weg. Fahrt weiter, fahrt weiter. Also mit so viel Gegenwehr von gegnerischen Nebelwerfer hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Nimm den doch raus. Du hast ein fettes Rohr vorne drauf. Was ist dein Problem? Okay, komm. Wow. So. Okay, gut. Wir müssen dieses Geschütz da. Nehmt das raus. Nehmt das raus. Also. Geschütz nehmen. Ja, okay, hier. Hat wenigstens Kräfte gebunden vom Feind. Er freut noch auf uns. Macht das Geschütz weg. Ich weiß, wir können das klauen, aber ich will es jetzt einfach weghaben. Das nervt mich jetzt schon. Nicht stehen bleiben. Wer steht, verliert. Dispersion. Dispersion, maximale Dispersion. Oh! Feindliche Panzer. Schütze auf den Hügel. Auf den Hügel mit euch. Warum fährst du nicht? Ich hab dir einen direkten Befehl gegeben. Das war ein Befehl! Ah! Okay, stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp. Oh. Okay. Jetzt ist Action. Wieder anhängen. Die mögen doch bitte eine Katjuscha. Eine Katjuscha muss bereitgestellt werden. Gut, die Panzerbüchsenschützen machen ihre Arbeit. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, und die SU steht genau richtig. In Jagdposition. Na, du kommst auch noch mit. Du darfst auch noch mit. Der Uwe ist auch dabei. Okay, wir haben das Fenster genutzt. Nach oben, auf den Hügel. Aber dass die halbe sowjetische, die halbe Wehrmacht dort oben noch stehen haben. Jetzt, der Jagdpanzer, es wäre witzig, wenn man von Einzelfahrzeugen die Statistiken hätte. Ich glaube, der wird nach dieser Mission eine gute haben. So. Das Ding möchte doch auch bitte hier hinstehen. Ach so. Kommst du nicht hier durch? Ah, ich habe es hier zugestellt. Aber aktuell läuft es ja ganz gut mit dem einen SU-Geschütz. Gekettet, wie man so schön sagt. Wir verschieben das jetzt manuell, damit er Platz ist. Das Einzige, was uns jetzt den Tag noch so richtig vermiesen könnte, wäre ein vermaledeiter Bomberangriff. Ach, da ist ja auch noch eine Artillerie. Sag doch Hallo zu uns. Kommen wir jetzt endlich hier durch? Jawohl. So, auffüllen. Und dann, mal bitte Panzer reparieren. So, der Mörser hier. Möchte bitte abgeholt werden. Und auch auf den Hügel. Wir sind immer noch in einer etwas prekären Lage hier oben. Oh, ich habe kurz gedacht, da kommt ein Feind her.
Aber das sind befreundete Einheiten. Im alten Schema noch speichern. Kriegen wir gleich eine Salve wieder raus. Ja, eine kleine Salve. Was steht hier? Zerstört. Die Gebäude zumindest nicht. Wir sehen noch zu wenig. Jetzt gilt es, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Die Panzer ein bisschen besser zu positionieren. Der hier steht gut. Der hat sich die legendäre Position verdient, dass er die behalten darf. Mörser ist auch bereit. Mörser würde sich gerne über ein bisschen Munition freuen. Okay, der fährt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie selbstmörderisch ist dieser Panzer? Ja. Und die jetzt mehrere Solinien, eine erste und eine zweite. Gut. Alles wird gut. Hier ist nix. Ja, Leute, da war jetzt doch ein bisschen mehr Feuerkraft noch da, der Deutschen, als erwartet. Wirklich ein bisschen mehr. Jetzt schicken wir den hier nochmal auch vor. Wir haben ja noch ein paar LKWs. Daran soll es nicht mangeln. Bisschen auseinander, die sind mir zu nah. Ja, das passt schon. Ich brauche jetzt die Katjuscha auf dem Finger. So. Ja, klar, logisch. Okay, hier. Schieß da drauf. Der Bunker ist auch klar. Mal kurz, damit ich es richtig verstehe, besetzen sie das Lager. Ja, okay. Der zerstört. Nicht zerstört. Sehr schade. Nachladen. Mörser, bitte mal richtig aufladen. Ja, was ist schon richtig? Okay. Die können sich das Geschütz schnappen. Da könnte ja noch ein bisschen Munition drin sein. Und stopp. Da geht dieses Fahrgeräusch vom Panzer ein bisschen auf den Keks. Weiter. Immer weiter. Nachrücken. Oh, das waren doch die zwei, ja. Okay. Überlassen uns jetzt relativ viel von dem Gelände. Aber relativ ist ja auch relativ wenig. Okay, er lebt noch. Wieso hat er uns gesehen? Okay. Meine Güte, meine Herren. So. Warum? Selbst kurz vor Schluss. Naja, wie halt die echte Wehrmacht auch. Gekämpft bis zum Letzten. Sehr verbissen. Okay. No go. Die Zone, wo man nicht hin sollte. Von wo aber? Von wo hat er uns jetzt gesehen? Es muss ein gut sehender Soldat sein. Das Lustige ist, wir können jetzt auch hier rum. Ja, tatsächlich. Eigentlich ist es jetzt ein Geduldsspiel. Aufgeladen. Mörser noch nicht. So.
Die Lage hat sich jetzt beruhigt. Der Feind macht keine Anstalten, Gegenangriffe einzuleiten. Und zudem sehe ich jetzt keinen Offizier mehr. Das ist wiederum eine extrem negative Nachricht, Leute. Wir haben da auf dem Sturmjoch echt welche verloren. Tja. Wir pfeifen halt auch jetzt aus dem letzten Loch. Wir könnten jetzt hier hinten rum noch, aber was soll das jetzt Entscheidendes bringen? Der verzweifelt noch. Finde ich noch einen Offizier. Wie nehmen wir jetzt auch diesen Bunker raus? Sind die jetzt mal... Da kommen die endlich. Ich habe doch hier zwei Soldaten. Ach, der ist schon drin. Ich habe den nicht gesehen auf dem Grau. Also, die haben noch Munition. Das Ding steht noch. Die können wir jetzt aber... Jetzt können wir das... Okay. Die Katyushas brauchen Munition ohne Ende. Das ist wahr. Aber jetzt haben wir eine normale Haubitze. Die braucht nicht Munition ohne Ende. Die braucht nur ganz viel Liebe. Und wir schicken jetzt mal dort einen Scout hin. Und ein Panzer und zwei, drei Infanteristen hätte ich doch auch gerne noch hier abgestellt. Ja, die feuern jetzt da gemütlich drauf. Wenn die hier versuchen, die Katyusha fit zu kriegen. Nee, kein Scharfschütze, kein Offizier. Ein seltener Anblick. So. Wie viel Munition brauchen die pro Schuss? Oh. Ein Schuss kostet 300. Auch ein stolzer Preis. Es wäre fast effizienter, dass wir jetzt die Haubitze beladen. Aber eben nur fast. So. Neue Ziele für unsere Katyusha. Du nicht, du nicht, du nicht. Ach. Okay, da sind sie. Einer da. Und da kommen wir gar nicht jetzt hin. Da wollen wir gar nicht jetzt versuchen. Wir haben den Bunker nicht getroffen. Allzu viel können die Deutschen jetzt halt auch nicht mehr haben. Aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Sollte zu Kriegsende nicht die deutsche Armee die sein, die Nachschubprobleme hatte? Nicht wir? Also, wir ziehen jetzt hier mal darum. Mich stört es jetzt gerade ein bisschen. Und du hier hin. Es macht jetzt meines Erachtens mehr Sinn, die Feldhaubitze zu beladen, denn die ist kosteneffizienter. Klar, Flächenbombardement kann sie nicht bieten. Klar. Aber wir brauchen jetzt kein Flächenbombardement. Wir brauchen jetzt Präzisionsfeuer. Gezielte Schläge. Dass wir jetzt erstmal die einzelnen Gebäude rausnehmen. Oh ja.
Der Turm steht noch. Ja, die zeigen uns immer wieder, wo sie stehen. Das ist immerhin positiv zu vermerken. Wo ist jetzt... Wie ist denn das? Warte bitte hin, lad auf. Ja, ich traue mich jetzt nicht, den Rest rein zu pushen, dann sind wir sonst erledigt. Aber es macht vielleicht Sinn, diese Türme rauszunehmen. Jawohl, das meinte ich. Zwar effizienter Schlag. So, der hier ist weg, der hier ist auch weg. Der Bunker steht noch. Hier steht noch ein Gebäude. Macht den schön voll mit allem, was ihr habt. Ah, es ist schon mal hoffnungsvoll. Also. Taktisches Vorschießen, Vorschicken. Besten mit, in Anführungsstrichen, entbehrlichen. Aha. Eieiei. Das ist mal eine interessante... Hier. Das Ding... Das... Ja, ich glaube, das war ein direkter Treffer. So wie das explodiert ist. Na? Kommt da noch was? Kommt da noch ein Schuss? Da steht noch der andere. Nee, der kam von hier. Was macht ihr denn? Das geht jetzt zu lang so. Jetzt. Geht's dahin? Ah, nehmt das Ding da raus. Ich habe keine LKWs mehr zum Vorheizen. Zum Vorschicken. Vorheizen. Brauchen echt lang da. Dann gucken wir mal. So, jetzt sollte uns dieser Turm nicht sehen. Denn er ist nicht da. Wir müssen deren Nebelwerfer und andere lustige Sachen rauskriegen. Die eigentlichen infanteriebesetzten Bunker, das können dann die Panzer schon regeln. Theoretisch könnten wir jetzt mit den Panzern vor, aber dann, wenn wir Pech haben, fahren wir in eine Salve rein und dann wegen sowas die Mission zu verlieren. Nee. Also klar, wenn man jetzt speichern könnte und es erlaubt wäre, abgesehen von so Sicherheitsspeichern wie jetzt, dann würde ich die jetzt einfach vorschicken. Okay, Scharfschütze. Ja, gut. Nee, dann kann er jetzt vor. Überlebt er eh nicht mehr. Steht dann noch. Muss den schon treffen. Wie weit können die schießen? Okay. Mal vor. Hier ist er noch. Ich weiß nicht. Wir hätten da fast sogar doch die Stalin-Orgel lieber aufmunitioniert. Aber komm, soll der jetzt doch mal ein bisschen was verschießen? Vielleicht treffen wir was. Wie weit kommen wir hier? Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also. Mit einem riskiere ich es da voll reinzufahren. Wenn wir nicht anhalten, haben wir eine Überlebenschance. Der ist aber auch schon angeschlagen.
Eieiei, und sieht jetzt natürlich nicht so viel. Da hinten ist noch einer. Ah, ja, ja, okay, okay. Hier hin. Mhm. Okay. Ich habe ein Einsehen. Lade die Katjuscha auf. Wir brauchen eine letzte Seite. Das ist der Bunker. Zurück. Ah, das hat er nicht geschafft. Komm. Munition da drauf. Eine letzte Salve. Komm, komm, du kommst auch. Wenn ihr jetzt wüssten, dass dann hier... Weit vorher das Geschütz. Klingt nichts. Wichtig zu wissen wäre jetzt auch, ob uns jetzt halt noch so eins der großen Dinger beschießt. Ich habe den Befehl gegeben, das Ding zu befüllen. Warum machst du das nicht? Wohin fährst du? Fahr dahin. Hätten wir einfach ein bisschen Munition, wär's das jetzt schon. Ah, das ist immer noch der Bunker. Aber, ist euch was aufgefallen? Nur Infanterie hat geschossen. Wir haben keinen Panzerbeschuss abbekommen. Das klingt vielversprechend. Bitte schon mal eindrehen. Sollte mir jetzt nicht das Leben selber schwer machen. So. Dann gucken wir mal. Also das SDKFZ steht noch, das Flak SDKFZ. Das ist auf jeden Fall noch da. Wir sehen es gerade nicht, aber oh, wir haben es geschafft. Oh. Ja. Schauen wir mal auf die Statistik. Das war gar nicht mal so große Schlacht. Ja, geht besser. Aber wir haben es geschafft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, in alter Frische.